So, hallo und willkommen zurück. Ja, meine gute alte Begrüßung, die ich mir irgendwann angewöhnt hatte und nicht mehr wegbekommen habe. Egal, ich wollte nur kurz einen kleinen Test machen mit meinem Mikrofon. Ich habe ein neues Mikrofon bekommen zu Weihnachten oder ich habe es mir gekauft von dem Geld, das ich bekommen habe. Und ich habe gerade das Pop-Filter-Ding angeschlossen, weshalb ich jetzt schön poppen werde in dieses popfreie Mikrofon durch den Popfilter. Ich denke, es wird nicht so laut poppen, wie es ohne Popfilter gepoppt hätte. Aber gut, ich möchte eigentlich kurz ansagen, was auf diesem Kanal New LP alles so vor sich geht. Nicht sehr viel, muss ich dazu sagen. Ich habe ja gerade Boktai hochgeladen, Boktai 3, Cybatas Counter-Attack, German Part 10, Dungeon 2, Ancient Tree, Reswelke, oder wie der ausgesprochen wird, ich habe immer noch keine Ahnung. Das scheint irgendeine historische Gottheit zu sein, habe ich auch in die Text geschrieben, weil, ja, ich fand es interessant. Ich habe von Boktai 3, was die wenigsten... Das Telefon klingelt. Hör auf zu klingeln. Es hat aufgehört. Gut. Den Part 10, die sind übrigens uralt, die Videos. Part 10 hatte ich gemacht am 12.01.2011. Und den letzten Part, den ich aufgenommen hatte, Part 18, der wurde am 30.01.2011 gemacht. Also ist das schon wieder fast ein Jahr her. Und das Spiel ist noch nicht komplett durch. Ich glaube, zwei Dungeons fehlen noch. Und die werde ich auch noch aufnehmen. Ich werde Boktai 3, die restlichen Videos, die ich hier habe, hochladen. Innerhalb der nächsten paar Wochen, keine Ahnung. Und dann werde ich weiter aufnehmen. So habe ich das auf jeden Fall vor. Das werde ich wahrscheinlich in ein paar Stunden durchziehen, komplett. Und ja, euch mit neuen Videos beglücken. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Ich habe ja hochgeladen, World of Illusion zusammen mit Felix, ist auch relativ gut angekommen, würde ich sagen. 29 Klicks, ein Kommentar und ein Däumchen hoch. Und ich habe mir gedacht, ich mache das öfters, denn für meine Internetshow, die ich im Internet publiziere, den Videogame Quick Check, den ich auf meiner Seite rising-sun-gaming.de veröffentliche, dafür muss ich ja immer Gameplay aufnehmen, so ungefähr eine Stunde und 8 Minuten. Und 8 Minuten, ich glaube, das hat sich gerade komisch angehört, 8 Minuten. Und ja, ich muss dafür immer ungefähr eine Stunde aufnehmen, damit ich die dann zum Video verwursten kann. Und ich dachte mir, ich werde das öfters machen, dass ich daraus einfach ein Let's Play mache. Oder ich werde es, glaube ich, in Gameplay umnehmen oder sowas. Denn ein Let's Play, da wird es ja eigentlich meistens durchgespielt. Und ich werde es wahrscheinlich nicht in einer Stunde durchspielen können. Außer ein paar Videos, da werde ich es komplett durchspielen. Zum Beispiel, ich habe letztens, ist auch schon oben das Review Turbo Outrun aufgenommen und da habe ich es komplett durchgespielt. Das fand ich gut. Und ja, das wird es öfters geben von mir, diese Videos, wo halt Kamera, ich muss da nur noch ein bisschen organisatorisch noch einige Sachen machen, denn wir haben für dieses Video, für das Bild, das ihr von uns seht, Felix Kamera genommen. Und meine Kamera, die ihr zum Schluss seht, deswegen stand die direkt vorne am Mega Drive bei uns dran, damit haben wir den Sound aufgenommen, denn wenn die Kamera da hinten irgendwo steht, um uns aufzunehmen, sind wir nicht mehr so gut audiomäßig zu verstehen und ja, ich habe halt nur eine Kamera. Und da dachte ich mir, ich werde wahrscheinlich dieses Mikrofon zum Tonaufnehmen verwenden und meine Kamera halt für Bild, weil Felix ist ja auch nicht immer da, um mit mir Videos zu machen. Und so viele Mehrspieler-Spieler habe ich auch überhaupt nicht. Und für den Dreamcast habe ich ein paar. Ich muss meinen zweiten Dreamcast-Controller kaufen, denn ich möchte gerne mal Power Stone spielen gegen irgendjemanden. Denn Power Stone ist cool. Power Stone. Power Stone. Wie Stein. Kraftstein. Ja, das würde ich gerne mal machen, aber ja, ich brauche halt noch einen zweiten Controller. Also Felix, bald ist Power Stone-Zeit. Freu dich drauf. Wenn ich irgendwann einen Controller habe, aber ich werde mir keine Videospiele mehr kaufen, bis ich alle PSP-Spiele, die ich gekauft habe, durchgespielt habe. Aber ich rede schon wieder viel zu lange, für ungefähr 5 Minuten 14 Sekunden. Ich verabschiede mich. Ich kriege nicht mal die Verabschiedung ordentlich hin.
Aber ja, auf Wiedersehen und es gibt neues Zeug. Wahrscheinlich irgendwann, bald, ja. Also, bis dann. Bye.